Hallo, ich bin Laurin und ich mache heute mit euch Benjamins Götterspeise. Dafür brauchen wir 700 ml Zitronenlimonade, 2 Esslöffel Zucker, eine Zitrone, 12 Gelatineblätter, blaue Lebensmittelfarbe und für die Verzierung noch Äpfel und Mandarinen. Als erstes nimmt man eine Zitrone und wäscht die mit warmem Wasser. Dann noch schälen, weil die Schale, die macht dann nochmal einen leckeren Beigeschmack. Gut, wenn man die Zitrone dann noch ausgepresst hat, dann nimmt man die Zitrone, den Zitronensaft. Und was wichtig ist, dass man noch ein bisschen beibehält, weil das braucht man nachher noch ein bisschen was dafür. Genau, das gibt man dann in einen Topf mit 300 ml Wasser. Ich habe das Wasser schon hier reingegeben. Und das muss man jetzt genau 10 Minuten köcheln lassen. In der Zeit mache ich schon mal die Fische. Dafür braucht man einen Apfel. Den schneidet man dann in so kleine Scheiben. Und Ausstecherform. Wenn ihr jetzt keine Ausstecherform zu Hause habt, so Fischform, dann könnt ihr das auch einfach mit einem Messer rausschneiden. Für die Verzierung brauchen wir noch Mandarinen. Und dann kann man einfach solche kleinen Stücke machen, weil daraus werden kleine Boote. Dafür nimmt man einfach einen kleinen Spieß, zum Beispiel so hier ein. Und dann sticht man ihn einfach so in die Mandarine rein. So, und dann hat man ein süßes kleines Brot. Okay, also ich steche hier jetzt noch ein paar Fische aus. Einfach schön durchdrücken. So, und wenn das erledigt ist, dann nimmt man noch den Zitronensaft, wo wir vorhin übrig gelassen hat, und dann macht man einfach ein bisschen drüber, so dass der Apfel oder die Fische nicht braun werden. Dann nehme ich noch so kleine Mandarinen und einen kleinen Spieß. Da kann man, egal was für einen Spieß nehmen, und einfach hier reinstecken. Und während ich gerade die schönen Schiffchen und die Fische gemacht habe, ist es jetzt fertig gekocht alles. So. Und jetzt brauchen wir ein Sieb. Das legt man am besten einfach hier drauf. Und dann gießt man einfach das Ganze hier rein. Und jetzt braucht man, also ich habe das schon vorbereitet, solche Gelatineblätter. Und die einfach in kaltem Wasser ein bisschen einweichen lassen, bis man dann eine festere Konsistenz hat. Genau, das kommt dann wieder in den Topf rein. Und es kommt ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu. Einfach ein paar Spritzer reinmachen von der blauen Lebensmittelfarbe, damit es dann nachher sehr schön nach Wasser aussieht. Also das Endresultat von der Limonade einfach auch wieder dazu, dass es sich, also dass es schön ineinander eingeht. Okay, und dann können wir einfach hier zwei Gläser nehmen und die schönen Fische da reintun. Und unsere fertige, also fast fertige Gelatine kommt hier auch noch rein. Also das muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. So, das ist schon hart geworden, weil es muss noch in den Kühlschrank. Und da wir ja unsere kleinen Boote gemacht haben, stellen wir das da einfach drauf. Und dann hat man ein schönes, fröhliches Meer mit Fischen und einem Boot. Und wenn es euch zu schnell war, könnt ihr gerne auf www.hallobenjamin.de gehen. Da findet ihr das ganze Rezept. Tschüss!